Kodo-san? Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte ein Jäger mit seinen Kindern am Rande eines weit entfernten Waldes. Der Sohn hörte auf den Namen Hänsel und die Tochter auf den Namen Gretel. Des Jägers Frau, die Mutter der Kinder, war gestorben und so machten sie sehr schwere Zeiten durch. Sie waren sehr arm und konnten nur überleben, indem sie Kräuter und Früchte aus dem Wald sammelten. Die Kinder beklagten sich nie bei ihrem Vater über ihre Situation und versuchten immer, ihm zu helfen. Eines Tages klopfte es an der Tür und eine Frau mit einer riesigen Milchkanne stand vor ihnen. Ich komme aus dem benachbarten Wald. Mein Haus ist abgebrannt und ich habe keinen Platz, wo ich bleiben kann. Ich habe auch eine Kuh. Wenn ich euch diese Kanne Milch schenke, darf ich dann bei euch bleiben? Der Vater und die Kinder freuten sich sehr über das Angebot. Zumindest würden sie jetzt eine Kuh haben, die ihnen jeden Tag frische Milch gab. Nach einiger Zeit heiratete der Vater diese Frau. Aber ihr armes Leben ging weiter. Eines Nachts, als die Kinder bereits im Bett waren, unterhielten sich Mann und Frau. Aber Hänsel hörte versteckt hinter der Wand zu. Schau uns nur an. Wie können wir unsere Kinder nur ernähren? Ich bin hilflos. Weiß nicht, was wir tun können. Ich habe eine Idee, die uns allen helfen wird. Aber ich weiß nicht, ob sie dir gefallen wird. Morgen kann ich mit den Kindern in den Wald gehen und ihnen sagen, dass wir Holz sammeln. Dann entzünde ich ein Feuer, gebe jedem von ihnen ein Laib Brot und lasse sie dort. Sei nicht verrückt. Ich liebe meine Kinder. Wie könnte ich sie im Wald aussetzen? Sorge dich nicht. Sie sind jetzt groß genug. Sie können auf sich selber aufpassen. Wenn es uns besser geht, werden wir sie suchen. Aber wenn wir nichts unternehmen, werden wir viel verhungern. Hänsel war ein cleveres Kind. Als er den Plan seiner Stiefmutter hörte, rannte er heimlich aus dem Haus und sammelte Kieselsteine. Seine verstorbene Mutter hatte ihm das beigebracht. Sie sagte ihm, dass die glitzernden Steine ihm den Weg nach Hause zeigen würden. Im Morgengrauen weckte die Stiefmutter die Kinder auf. Hänsel, Gretel, wacht auf! Wir gehen in den Wald. Wir müssen Feuerholz sammeln. Als Hänsel erwachte, packte er sofort die Kieselsteine in seine Tasche, während sie durch den Wald liefen. Ließ er heimlich die Kieselsteine fallen. Sie gingen den ganzen Weg bis tief in den Wald hinein. Als sie eine Rast einlegten, entfachten ihre Stiefmutter und ihr Vater ein Feuer. Sie legten neben die Kinder ein wenig Brot und begaben sich auf den Rückweg. Kinder, ruht euch noch eine Weile hier am Feuer aus. Euer Vater und ich werden weiter Holz sammeln und kommen gleich wieder. Der Vater war sehr traurig. Hilflos folgte er seiner Frau nach Hause. Er drehte sich noch einmal herum und schaute zum letzten Mal zu seinen Kindern. Ich werde meine Kinder bei der ersten Gelegenheit zurückholen. Die Kinder schauten ihrem Vater und der Stiefmutter so lange hinterher, bis sie außer Sicht waren. Nachdem sie bemerkten, dass die Stiefmutter und ihr Vater nicht zurückkehren würden, schliefen sie erschöpft am Feuer ein. Es war sehr spät, als sie erwachten und der Mond leuchtete in seiner vollen Pracht. Ich habe so eine Angst, Hänsel. Was sollen wir denn jetzt machen? Niemand wird kommen und uns finden. Hab keine Angst, Gretel. Die Kieselsteine, die ich fallen ließ, leuchten im Mondlicht. Sie werden uns den Weg nach Hause weisen. So liefen die Kinder die ganze Nacht, bis sie am Haus ihres Vaters ankamen. Die Kieselsteine hatten ihnen den Weg gezeigt. Ihre Stiefmutter, die die Tür öffnete, starrte sie überrascht an. Was macht ihr denn noch so spät im Wald? Wir haben euch überall gesucht, aber nicht gefunden. Ich wette, ihr seid frech gewesen und habt euch irgendwo versteckt, oder? Autsch, 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 ich bin fix und fertig von diesen Ziegen. Komm schon, lade unser Spiel herunter und zeige, wie schnell du bist. Sie täuschte den Kindern die Sorge nur vor. Ihr Vater jedoch nahm sie glücklich in seine Arme.
Gott sei Dank, ihr seid wieder da. Meine Augen sind ganz geschwollen, weil ich die ganze Nacht geweint habe. Doch ihre Stiefmutter gab nicht so leicht auf. Ihr einziges Ziel war es, die Kinder loszuwerden. Sie fragte sie, wie sie ihren Weg nach Hause gefunden hatten, und Gretel erzählte ihr alles eins nach dem anderen. Nun, da sie wusste, wie sie nach Hause kam, sperrte sie sie in dieser Nacht in ihr Zimmer ein. In dieser Nacht konnte Hänsel nicht hinausgehen, um Kieselsteine zu sammeln. Am nächsten Tag gingen sie wieder in den Wald. Da Hänsel diesmal keine Kieselsteine hatte, ließ er während des Fußmarsches Brotkrümel aus seiner Tasche auf den Boden fallen. Das Gleiche geschah und die Kinder warteten noch einmal am Feuer. Ich habe so Angst, Hänsel. Es ist wieder so schrecklich dunkel. Lass uns zurück nach Hause gehen. Mach dir keine Sorgen. Ich konnte zwar keine Kieselsteine sammeln, aber dieses Mal folgen wir den Brotkrumen, die ich fallen ließ. Aber als sie losgingen, fanden sie keine Brotkrümel. Die Vögel hatten alle gefressen. Aber wo sind denn die Brotkrümel? Sie schauten sich überall um, aber sie konnten den Weg nicht zurückfinden. Nichts, gar nichts. Und was machen wir jetzt, Hänsel? Denk nach, mir ist so kalt. Keine Angst, Gretel, eins nach dem anderen. Zuerst finden wir einen Platz, wo wir uns aufwärmen können, dann finden wir den Weg zurück nach Hause. Beide waren völlig verängstigt und erschöpft, doch sie fanden einen hohlen Baum und stiegen hinein, um sich aufzuwärmen. Sie schliefen eng umschlungen ein. Am Morgen liefen sie immer noch durch den Wald, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. So vergingen 2 Tage. Wo auch immer die Kinder hingingen, sie konnten einfach den Weg nach Hause nicht finden. Dann sahen sie einen Vogel auf einem Ast sitzen. Oh, schau mal, was für ein schöner Vogel. Es sieht so aus, als ob er uns etwas sagen möchte. Glaubst du, dass er uns den richtigen Weg zeigt? Lass uns ihm folgen. Es war ein großer, prächtiger, blauer Vogel. Die Kinder vergaßen, wie müde sie waren, und folgten dem Vogel. Der Vogel landete kurze Zeit später auf der Fensterbank eines Hauses. Beeindruckend! Was für ein schönes Haus! Es scheint, als ob der Vogel uns gerufen hat, um hierher zu kommen. Na los, auf was warten wir noch? Auf geht es! Vielleicht finden wir dort etwas zu essen. Als sie sich dem Haus näherten, waren sie völlig verblüfft. Das Haus war komplett aus Schokolade, Kuchen und Süßigkeiten gebaut. Die Fenster waren aus Sahne gefertigt und das Dach mit bunten Bonbons bedeckt. Sie fingen an, am Haus herumzuknabbern und ganze Stücke abzureißen. Ich werde ein wenig von der Fensterseite reißen, Gretel. Köstlich! Ich bin gespannt, wie die Bonbons schmecken, die vom Dach hängen. Du solltest auch die Türklingel probieren. So füllten sie ihre Bäuche mit Kuchen, Süßigkeiten, Sahne und Schokolade. Hallo! Ist irgendjemand da? Huhu, wir sind hier! Ratlos beschlossen sie, sich zu setzen und an der Tür zu warten. Wenig später kam eine hübsche, liebenswerte Frau, die eine Tasche trug, in den Garten. Oh, ich habe Besuch. Willkommen. Mein blauer Vogel hat mir vor ein paar Minuten die Nachricht überbracht, also kam ich so schnell ich konnte. Es tut uns leid. Wir haben ohne Erlaubnis von Ihrem Haus gegessen. Aber ich und meine Schwester hatten seit 2 Tagen nichts gegessen und hatten schrecklichen Hunger. Das ist nicht schlimm. Mein Haus ist sehr besonders. Die Teile, die man gegessen hat, wachsen sofort wieder nach. Komm, geht hinein. Es muss kalt sein. Wenn ihr kein Zuhause habt, könnt ihr gerne bei mir bleiben. In dieser Nacht ließ sie sie in wunderbaren Betten schlafen. Und am nächsten Tag bereitete sie den Kindern ein leckeres Frühstück zu. Eigentlich war diese schöne Frau eine böse Hexe mit einem hinterhältigen Plan. Als sie die Kinder aufweckte, schrien Hänsel und Gretel. Sie sahen eine schreckliche Hexe vor sich und wollten aus dem Zimmer fliehen. Doch die Hexe schnappte Hänsel und sperrte ihn in einen riesigen Käfig und verriegelte die Tür. Anschließend sperrte sie Gretel in die Küche.
Ihr dummen Kinder, ihr seid auf mein Haus aus Süßigkeit reingefallen. So, machen wir jetzt weiter. Du kochst für dich und deinen Bruder alles, was ihr am liebsten mögt. Ihr sollt dick und rund werden. Dann werde ich auch richtig satt, wenn ich euch esse. Los, fang an! Aber beide Kinder waren zu schlau. Sie aßen nur genauso viel, dass sie überleben konnten, aber nicht fett wurden. Gretel warf das Essen auf ihrem Teller weg, wenn die Hexe nicht hinsah, und Hänsel versteckte das Essen in seiner Jacke und Hosentasche. Gretel, komm her, mal sehen, ob du überhaupt dicker geworden bist. Erst kontrollierte die Hexe Gretels Gewicht. Du bist so ein dünnes Mädchen. Du denkst wohl, wenn du so dünn bleibst, interessiere ich mich nicht für dich? Die Hexe zog Hänsel die Jacke aus. Als sie ihn durch die Gitterstäbe begutachtete, fiel das Essen aus Jacke und Hose. Da merkte die Hexe sofort, was los war. Ihr habt gedacht, ihr könnt mich austricksen, ha? Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde nicht warten, bis ihr dick seid. Ich werde euch beide heute im Ofen kochen. Das sei eure Strafe. Sie war so wütend, dass sie mehrere Dinge im Haus anstoß, während sie um das Haus herumschlich. Da fiel Grete plötzlich auf, dass die Hexe blind war und nicht sehen konnte. So schmiedeten sie einen Plan, wie sie beide entkommen könnten. Gretel, komm schnell hierher. Wirf einen Blick in den großen Ofen in der Küche. Sag mir, ist genug Holz drin? Das Feuer brannte heiß, aber Gretel trickste die Hexe aus. Das Feuer ist davor auszugehen, meine Dame. Dann wirf noch mehr Holz hinein. Schnell! Die Ofentür klemmt. Ich kann sie nicht öffnen. Sie klemmt. Du bist so nicht zu gebrauchen, zu dünn und nutzlos. Hier, es ist ganz einfach. Die Hexe öffnete die Ofentür. Die Hitze des Feuers schlug ihr ins Gesicht. Was ist denn das? Du hast gesagt, das Feuer ist fast aus. Die Hexe streckte ihre Hand in Richtung des Ofens, um festzustellen, was vor sich ging. Da schubste Gretel die Hexe mit ihrer ganzen Kraft in den Ofen. Als die alte Hexe in den Ofen gefallen war, schloss Gretel die Tür und verriegelte sie. Die Schreie der Hexe konnte man überall hören. Hilfe! Hilfe! Gretel befreite Hänsel aus dem Käfig. Die Geschwister umarmten sich glücklich und erleichtert. Meine liebe Schwester, das hast du toll gemacht! Du hast uns gerettet! Gretel, komm, lass uns gucken, ob wir irgendetwas von hier zu Hause gebrauchen können. Sie schauten sich überall um. Als sie im Haus waren, öffneten sie den Raum, den die Hexe nie öffnen ließ. Dort fanden sie eine Truhe mit Juwelen. Hahaha, steck dir so viel in die Taschen, bis sie voll sind. Diesmal haben wir kein Essen, sondern Juwelen dabei. Schnell rannten sie weg von dem bösen Haus hinein in den Wald. Dort kam ihnen alles sehr bekannt vor und so sahen sie schließlich ihr Haus aus der Ferne. Vater! Wir sind wieder da! Der Vater öffnete die Tür und umarmte seine Kinder fröhlich. Er war einfach nur überglücklich. Kinder, ich habe ein paar Neuigkeiten für euch. Eure Stiefmutter wurde krank und verstarb. Ich habe einen großen Fehler gemacht, indem ich auf sie gehört habe. Verzeiht mir, ich habe euch so sehr vermisst. Ich bereue alles. Wir haben dich auch vermisst, Vater. Auch unser Zuhause und unsere Betten. Jetzt können wir alles vergessen und zusammen sein. Sie holten die Juwelen aus ihren Taschen und gaben sie ihrem Vater. Ihr Vater starrte sie überrascht an. Was ist das? Wir sind nicht mehr arm, wir sind reich. Vater, wir haben dir so viel zu erzählen. Du hast keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. In dieser Nacht saßen sie am Feuer und unterhielten sich bis zum Morgen. Die schlechten Tage waren vergessen. So lebten sie ein glückliches und friedliches Leben. Autsch, 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 autsch.
Ich bin fix und fertig von diesen Ziegen. Komm schon, lade unser Spiel herunter und zeige, wie schnell du bist. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.